Nächster Tag und auch heute hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und wir sind im Bereich der Energierohstoffe. Wir sehen es schon an der Vorschau. Es geht um WTI Crude Oil und dem werden wir uns sogleich widmen. Aber natürlich wie immer der Blick auf die rechtlichen Hinweise, die auch heute wieder gelten. Ja, bei Rohöl, bei den Energies insgesamt steuern wir auf die saisonal sehr starke, sehr regelmäßig starke Phase zu. Wir können das hier am rechten Bildrand sehen. Blauer Verlauf ist der tatsächliche Ölpreisverlauf. Grün 15-Jahres-Saisonalität, Rot 5-Jahres-Saisonalität und Gelb 30-Jahres-Saisonalität. Und dann sieht man, dass jetzt so langsam die Zeit anbricht, bei der man anfangen kann, Positionen aufzubauen. Wir müssen jetzt hier keine Quantenphysik betreiben und versuchen, punktgenau den Start einer Rallye zu erwischen. Das ist illusorisch. Es läuft auch in fast keinem Jahr exakt so, wie es die saisonalen Graphen, also die saisonalen Charts zeigen, sondern natürlich manchmal geht es schon ein bisschen früher los mit dem Trend, manchmal geht es ein bisschen später los. In einigen Ausnahmefällen setzt der Trend gar nicht ein nach oben. Also deshalb, wenn man jetzt hier sagt, dann warte doch bis Mitte Februar. Ich habe mir angewöhnt, in solchen Situationen in mehreren Tranchen reinzugehen, im Dunstkreis oder eben in diesem Zeitfenster, in dem sich Käufe eben anbieten. Und das ist jetzt hier so ab Ende Januar, da bietet sich das an. Wir sind jetzt kurz vor dem Monatsende. Und wir sehen, dass es im Prinzip zwei Zeitpunkte gibt, die sich hier anbieten. Einmal hier kurz vor Monatsende, da sind wir jetzt. Und dann Monatsmitte, so ungefähr im Februar. Das ist auch nochmal ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Und was spricht dagegen, das in zwei Tranchen zu machen? Deshalb also auch hier diese Vorgehensweise. Gehandelt wird ein Turbo Open End von HSBC. Die WKN lautet TT9RHE. TT9RHE. Der Hebel liegt bei 2,9. Ist ein sehr konservatives Produkt. Hat einen weit gefassten K.O. Heißt also, da ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in die Nähe des Knockouts kommen, äußerst gering. Stop-Loss liegt bei 5 Euro und der Exit wird zeitbasiert Anfang Mai sein. Wir steigen Market ein und Exit ist Anfang Mai für diesen Trade. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich. Bis morgen. Ciao.